für das, was du uns jetzt nochmal erläutert hast, aber vor allem für das, was du in der Sache gemacht hast. Denn wir haben das ja seit einiger Zeit schon verfolgt. Die Vorarbeit kam von den Ingenieuren 22. Die haben über zwei Instanzen Einsicht in diese Betriebssimulation genommen und haben das dann monatelang analysiert und haben all diese Schwächen eben aufgedeckt, die Dieter gerade zum Teil vorgetragen, nur zum Teil vorgetragen hat. Und dann haben Eisenhardt und Dieter dieses wirklich sehr opulente Stellungnahme formuliert, und zwar in einer juristischen Form formuliert. Und wer da auch nur die erste Seite liest, der weiß, das hat sehr viel Substanz. Und wenn es ein Jurist liest, der weiß, jetzt heißt es aufpassen. Denn das ist darauf angelegt, die Planfeststellung des Projekts insgesamt in Angriff zu nehmen. Das hat Dieter ja gerade angedeutet. Und jetzt nochmal meine Frage an den Dieter, wie das genau weitergeht. Also können wir jetzt damit rechnen, die kriegen das EBA, kriegen Schreck und dann ist das Projekt aus? Oder wie geht die Abfolge des Ganzen? Kannst du das vielleicht nochmal erläutern? Ja, das wäre natürlich ganz schön, und wichtiger wäre, dass die Bahn einen Schreck bekommt. Also das ist jetzt ein juristischer Antrag, und das muss man sich vorstellen wie ein Planfeststellungsverfahren mit allen Typen und zeitlicher Länge natürlich auch. Es gibt ja einen rechtskräftigen Planfeststellungsbeschluss, wo der Brandschutz, wie wir sagen, zu Unrecht ausgeklammert wurde. Und deshalb ist unser Antrag, das nachträglich jetzt reinzunehmen in die Planfeststellung. Und das wisst ihr ja auch, wie das läuft mit Planfeststellungsbeschlüssen und Änderungsbeschlüssen. Das dauert einfach seine Zeit. Und juristisch läuft so, wenn darüber entschieden ist, also im Moment ist es so, dass die PSU jetzt aufgefordert wurde zur Stellungnahme, wenn das EBA entschieden hat, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Nehmen wir mal das Beste an, wenn sie das entsprechend abändern, die Planfeststellung, könnte die Bahn dagegen klagen, und wenn sie es nicht abändern, könnten wir dagegen klagen. Wir haben das ganz bewusst so jetzt gemacht, diesen Antrag, dass auch klageberechtigte Antragsteller dabei sind. Es sind einige Antragsteller, aber wichtig war, dass jemand klageberechtigt ist. Das heißt, man könnte dann Klage erheben. Falls es so weit kommt, dann müssen wir bestimmt euch darum bitten, dass ihr euch uns unterstützt, denn das wird natürlich nicht billig. Aber ich meine, von der Sache her ist das einfach nötig. Und weil der Werner das gesagt hat, will ich es auch nochmal, ich habe es vorher nicht speziell erwähnt, aber nochmal sagen, ohne unsere Ingenieure 22 wäre das gar nicht gegangen. Die haben mit unserer juristischen Hilfe die Akteneinsicht erkämpft und haben dann das ausgewertet und sind immer noch dran. Wir schießen jetzt gerade wieder nach bei der PSU, weil es jetzt noch um die Datensätze geht zu den Simulationen, die nicht rausgerückt werden. Also da gibt es auch noch juristischen Aufwand. Und von daher bleiben wir dran, aber es ist keine Sache, die so schnell geht. Also da braucht man Geduld, wie wir wissen, wie bei allen Gerichtsverfahren sowieso. Ja, das wäre es im Moment. Ja, wie Dieter schon gesagt hat, wir haben gestern Abend spontan überlegt, das müssten wir eigentlich auch hier beim Aufsichtsrat nochmal zur Kenntnis geben. Dann haben wir gestern Abend noch per Handy den Herrn Staus, den Pressesprecher der Bahn, angeschrieben, ob er bereit wäre, heute Morgen zu uns zu kommen, das entgegenzunehmen und vom Dieter vielleicht ein bisschen erläutern zu lassen, worum es geht. Er hat jetzt heute Morgen geschrieben, das wäre ihm ein bisschen kurzfristig. Ich würde mal sagen, das kann man als Begründung gelten lassen. Wenn wir abends um 10 Uhr schreiben, dass er morgens um 9 Uhr hier antanzen soll, ist vielleicht ein bisschen viel verlangt. Ich habe ihm geantwortet, vielen Dank, Sie wissen ja, wir kommen wieder. Und im Übrigen habe ich angekündigt, dass wir, vielleicht eine kleine Delegation, jetzt gleich zum Empfang gehen und das dort übergeben, mit der Bitte, es dem Aufsichtsrat weiterzuleiten. Ich würde vorschlagen, wir zwei gehen und vielleicht noch einer von euch, Markus, Andi, Michel, wer würde noch mitkommen, soll vielleicht zu dritt gehen. Komm, wer macht? Andi? Okay, Andi, komm mit, als IG Metaller. Hast du vielleicht noch was mit Stuttgart 21 vom Kopf? Okay, vielen Dank.
ihr wartet noch, bis wir zurück sind und wir berichten dann, mit welcher Miene das entgegengenommen wurde am Empfang, ja?